Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seit meinem letzten ist doch ein bisschen was passiert. Was war in Valencia los? Gar nichts mehr los, bin nicht mal mehr angereist, hatte mir in der Woche davor bei der Koppeleinheit die Wade so festgemacht. Wir haben sie nicht mehr locker bekommen und dann überlegt, ja, hinfliegen oder nicht. War eigentlich relativ schnell klar, das Risiko ist zu groß. Mein A-Race des ersten Saisonteils Ironman Lanzarote ist jetzt in 2,5 Wochen fliege ich los, also in 3 Wochen. Das zu riskieren wäre blöd gewesen. Haben wir nicht gemacht. Smarte Entscheidung. Und ja, somit hätte ich dann auch schnell wieder ins Training einsteigen können. Mein Körper hat mir leider da einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht. Und in dem Moment, wo der gecheckt hat, hier ist jetzt gerade mal Pause, ist er sofort krank geworden. Ich war jetzt echt mit Husten und so. Ja, eine gute Woche zu tun. Bin jetzt immer noch so ein bisschen nasal. Bisschen Kopfschmerzen immer noch durch die dichten Nebenhöhlen. Aber ja, jetzt geht es eigentlich wieder ganz gut aufwärts. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Schwimmen. Gestern quasi mit einem ganz guten, so 5 Stunden Trainingstag, in die letzten 2 Belastungswochen für den Ironman Lanzarote eingestiegen. Ich muss sagen, ich hatte auch wirklich deutlich erhöhten Puls, auch jetzt in den lockeren Belastungen noch. Ich denke, das wird noch 2-3 Tage dauern, bis das alles wieder so normal ist. Hab gestern so 2x 10 Minuten Sub-Threshold im Laufbereich gemacht, also so 3:30, 3:25 Tempo zum Reinfühlen. Und das war schon mal ganz okay. Hatte sich auch schon mal besser angefühlt. Aber für den Einstieg denke ich ganz gut. Und dann werden wir jetzt die nächsten 2 Wochen, denke ich, hauptsächlich Ironman-spezifische Einheiten machen. Ja, ich verbringe im Moment viel Zeit vorm Screen, schaue mir die Radstrecke von Lanzarote nochmal an. Die gibt es da abgefahren. Und genau, jetzt bin ich im Schwimmbad angekommen und hüpfe mal ins kühle Nass. Gestern Abend Vereinstraining war ziemlich, lagenlastig. Und heute früh ist ein bisschen lit und viel Kraul. Und damit starten wir mal heute in den Dienstag. Let's go! 7:59 Uhr. Und wenn ich hier ein bisschen runtergehe, seht ihr schon, hier sieht man meine Extensions. Mir ist hier der vordere Schaltknopf SWR9160 Shimano Di2 rausgehüpft und den kann man hier bei der Sache aus dem 3D-Drucker nur wieder festschrauben, wenn man die komplettes Kabel neu von hier oben durchzieht. Ja, da kommen jetzt auch mal die Videoleuchten ein bisschen zum Einsatz, weil es einfach das ganze Ding natürlich schwarz ist, die Kabel schwarz ist, man sieht überhaupt nichts. Und sowas passiert natürlich bei der Fahrt, bevor man dann Race-Pace-Intervalle fährt. Also gestern ist mir dann rausgehüpft und klackerte das dann nur noch rum. War irgendwie klar, okay, so möchte ich heute nicht auf die Strecke gehen. Ich habe 5-mal ungefähr 30, 35 Minuten Race Pace auf dem Plan, werde das so fahren, wie wahrscheinlich auch der Ironman Lanzarote gepaced werden muss, nämlich immer wieder Wattbereiche so um die 300 an den Anstiegen. Und dann in den Zwischenstücken werde ich mich einpendeln irgendwo zwischen 230 bis 250 Watt. Bei allen Passagen, in denen ich irgendwie über 60 km/h fahre, werde ich eigentlich nur easy die Beine ein bisschen bewegen, quasi bei 0 Watt. Diese Phasen dann als Erholung nutzen. Genau, das ist quasi jetzt so mal im ganz Groben meine Pacing-Strategie. Genauer können wir uns das dann gleich nochmal angucken nach der Radfahrt. Jetzt werde ich noch hier unten dieses Kabel werde ich noch an die Junction Box durch den Tower hier durchfädeln. Ich denke, das wird so eine Sache von
2 bis 3 Stunden sein. Und dann kann ich auch schon loslegen. Nein, schaffe ich in einer Viertelstunde. Let's go. Ich bin fertig mit der Trainingseinheit. Die Daten sind bei Mats hochgeladen. Schauen wir mal in die verschiedenen Zwischenzeiten und in die Laps rein. Schauen wir uns das Ganze nochmal hier im Detail an. Ich bin aus Bamberg nach Scheslitz gefahren. Das hat eine halbe Stunde gedauert. Hier am Anfang sind die 33 Minuten bei 139 Watt. Ihr könnt das dann auch immer hier sehen. Ausgewählter Abschnitt. Und dann habe ich mir eine Runde rausgesucht, die geht insgesamt 22 Kilometer und 22,5 Kilometer und die bin ich 5-mal gefahren, hat den einfachen Grund, dass da das Verhältnis von Distanz zu Höhenmeter recht nah an das in Lanzarote rankommt und dann hätte ich jetzt einfach mal gesagt, wir markieren mal wir gehen den Ausschnitt nochmal weg und dann markieren wir mal die Runden einfach so. Was ganz angenehm war, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es wegen des Feiertags gestern total viel Fluss sein wird, aber dem war nicht so. Und jetzt können wir hier die Höhe noch anmachen, dann sehen wir die Höhenmeter noch. Das heißt, jede Runde hatte ich einen Anstieg, der so um die 8 Minuten gedauert hat. Dann war eine Passage, wo es eher so ein Hoch und Runter war. Dann eine lange Abfahrt, die kam immer so nach etwas mehr als 30 Minuten. Genau, und dann das Gleiche von vorne. War zwischenzeitlich schon ganz schön langweilig, muss ich auch zugeben. Aber was macht man nicht alles? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das nochmal machen werde, so mit den Runden. Aber also eine Ironman spezifische Trainingseinheit auf dem Rad in der Art wird auf jeden Fall nochmal kommen. Ich glaube schon, ne? Es ist zwar wie gesagt relativ langweilig, aber hat einfach total viele Vorteile. Es ist ziemlich sicher da zu fahren, man hat keine Vorfahrtssituationen. Bin die Runde rechts rumgefahren, das heißt jedes Mal abbiegen war ohne Probleme. Also von daher unterm Strich einfach super Bedingungen. Körperkerntemperatur war gut. Wir haben es hier den Durchschnitt, können wir uns gleich mal alle Durchschnitte angucken. 246 Watt über diese 3 Stunden 2 Minuten, 40,07 Grad im Schnitt auch. Also das ganz schön krass und dann können wir hier die Herzfrequenz auch nochmal dazu schalten. Sieht man 159 im Schnitt und damit habe ich über diesen ausgewählten Abschnitt, die ich also komplett durchgehend in Race Pace gefahren bin, eben aber mit dieser spezifischen Situation der längeren Abfahrt, also sind so 3 Minuten gewesen, die eben dem Anforderungsprofil von Lanzarote auch entsprechen. Ich hatte mir auch vorher schon mal bei Best Bike Split ein Profil der Strecke erstellt und mit verschiedenen Watt-Werten, die ich treten kann, herumgespielt und sowas 245, 240 Watt, das ist, denke ich, auf jeden Fall realistisch, um dann noch richtig, richtig schnell laufen zu können. Was mir ein bisschen das Genick gebrochen hat, ist vor allen Dingen dann in der letzten halben Stunde, können wir gleich mal drauf gucken, ist schon hier, wie ihr seht, auch die sehr hohe gewichtete Leistung, 265 Watt Normalized Power und noch mit 1,08 recht hohe Variabilität. Ich habe dann doch das ein oder andere Mal an den Bergen zu viel investiert, bin doch das ein oder andere Mal, glaube ich, schon auch zu viel über die Schwelle gegangen. Da würde ich mich im Rennen eher bemühen, tendenziell noch ein bisschen unterschwelliger zu fahren, um vielleicht die gewichtete Leistung eher bei 260, 255 Watt zu haben. Dann fühle ich mich auch noch frischer. Genau, 110 Kilometer mit 1500 Höhenmetern. Also das passt ja auch dann wirklich ganz gut auf die Ironman Lanzarote Strecke. Die hat 2300, ich habe sie gerade drüben offen, 2500 Höhenmeter. Das ist also schon wirklich ganz schön was. Genau, im Großen und Ganzen bin ich damit, wie gesagt, zufrieden.
Und auch der Herzfrequenz-Drift mit 5,86% ist auch noch im Rahmen für die Intensität. Wenn man noch mal einen kurzen Blick auf die komplette Radfahrt werfen möchte, dann haben wir hier 229 Watt im Schnitt, 252 Watt Normalized Power über 4 Stunden, 6 Minuten. Bin ich jetzt in meinem Leben auch noch nicht so oft so viel besser gefahren. Über die verschiedenen Trainingseinheiten, die ich vor der Challenge Road 2021 auf der Wettkampfstrecke gefahren bin, habe ich nicht mehr so in Erinnerung die konkreten Zahlen, aber ich bin auf jeden Fall beim Challenge Road so um die 230, glaube auch knapp drunter im Schnitt gefahren. Also von daher bin ich da ganz gute Dinge, dass ich gut vorbereitet bin. Auch die Verpflegung war heute ein Thema. Die Aufgabe war für mich, die Rennverpflegung zu simulieren. Das heißt, ich bin mit insgesamt 6x Morten 320 auf diese 4-stündige Radfahrt gegangen. Das heißt 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Das habe ich sehr gut vertragen. Das ist aber auch mittlerweile schon gut gelernt, würde ich sagen. Rot hatte ich noch 110, 115 Gramm auf dem Rad. Mittlerweile sind diese 120 Gramm total easy zu verdauen für mich. Also damit habe ich gar keine Probleme. Das werde ich auch auf Lanzarote so umsetzen. Was man ja nicht vergessen darf, ist, dass Lanzarote doch nochmal im Vergleich zu anderen flacheren Strecken ja fast eine Dreiviertelstunde länger ist. Also so normale Radzeiten sind dann so 4,50, 4,45. Ich glaube, der Radstreckenrekord ist von Cam Worth, der ist 2023 dort gestartet mit einer 4,37, also man hat noch mal ein bisschen mehr Zeit, um auf dem Rad sich dann eben auch verpflegen zu können, oder man muss das noch länger aushalten. Das hat gut geklappt. In meiner ersten Flasche hatte ich auch zweimal das Morten 320 mit Koffein mit dabei, und dann hatte ich zusätzlich in so Softflasks noch einen halben Liter einfach nur reines Wasser, weil es dann doch auch ein bisschen warm gewesen ist. Ich habe auch zusätzlich diese Trainingseinheit noch genutzt, um nochmal einen Sweat-Test zu machen, beziehungsweise die Schweißverlustrate, die Flüssigkeitsverlustrate zu machen. Hatte vor der Radfahrt 64 Kilo gewogen, danach 63, sogar ich glaube 64, 5, ich habe mir alles aufgeschrieben, danach 63, und habe also im Laufe diese Radfahrt 4 Kilo verloren. Das ist schon ganz schön krass, weil es jetzt auch noch nicht ultra heiß war, 25, 26 Grad. Also da seht ihr, ist auf jeden Fall auch immer ganz gut, sowas auch mal bei rennspezifischen Trainingseinheiten zu testen und nicht immer nur sowas zu machen, wenn man eine Litfahrt macht, weil es dann doch vielleicht noch mal ein bisschen unterschiedlich ist. So, für mich steht noch 45 Minuten Dauerlauf an und dann eine Stunde 30 Vereinsschwimmtraining. Ja, dann bin ich auch mit diesem ersten 3-Tages-Belastungsblock durch. Insgesamt knapp 17 Stunden an den 3 Tagen. Das ist für mich schon ein ganz guter Load. Morgen am Donnerstag wird es dafür easy. Nur Schwimmen und eine Dreiviertelstunde Core und nochmal so einen kleinen Kraftreiz. Einfach zur Erhaltung, würde ich jetzt mal sagen. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war wie immer spannend bis zur letzten Sekunde. Wenn es Fragen gibt, dann gerne hier in den Kommentaren unten drunter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace!